So, meine Lieben, und da sind wir wieder zurück bei der Fußball-WM. Deutschland trifft auf Russland. Ja, im Stadio Presidente, das ist doch ein gebührender Einlauf, oder? Für ein WM-Viertelfinale. Nachdem wir also nun die Dänen weggemacht haben, kommen jetzt die Russen, ein weiterer echt unangenehmer Gegner, ein dicker Brocken meiner Meinung nach. Und ich möchte aber ganz kurz auf was anderes eingehen, und zwar geht es um den weiteren Verlauf dieser Karriere. Ich werde mehr oder weniger warten bis nach der WM, aber ihr werdet auf jeden Fall ein Video demnächst hier zwischen sehen, vielleicht schon im Laufe der WM, wo es darum geht, wie die Karriere weitergeht. Bitte reingucken und ganz wichtig, bitte kommentieren. Ganz wichtig. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Deswegen möchte ich einfach nur mal den Verweis loswerden. Es gibt definitiv danach den, es gibt definitiv jetzt im Laufe der Zeit dieses Video. Also bitte haut rein und helft mir dabei zu entscheiden, wie es weitergeht. So, wir sehen hier also Gündogan. Wir haben nichts umgestellt. Wir spielen mit der Formation. Wir spielen Müller vorne drinne und Götze auf dem Flügel. Ich erhoffe mir dadurch ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Hier seht ihr, also wie ich es umgestellt habe. Groß bleibt auf der Bank. Auch Weidenfeller logischerweise. Khedira, Hermann, Gomez, Draxler und Bartschuh bleiben draußen. Wir spielen, wie gesagt, nur mit Götze rechts dann und Müller im Sturm. Das ist der einzige Unterschied zum Spiel, wie ich mir eigentlich gedacht hatte. Wir spielen in Weiß von links nach rechts und gucken mal, was wir heute hier rausholen können. So, Mario Götze. Und ich möchte mich übrigens an dieser Stelle nochmal ganz herzlich für den absolut enormen, tollen Zuspruch bedanken, den unser Karrieremodus im Moment erfährt. Das macht richtig Spaß und ich hoffe, es werden noch ein paar mehr, die zugucken. Achtung, Mesut Özil wird nicht gehindert und so ein Scheißschuss. Nein, ein Abschluss, wie bei Arsenal üblich eigentlich früher, ne? So spielt man im Moment nicht erfolgreich Fußball. Wir haben ja auch momentan einen kleinen Hänger gehabt. Da ist er aber schon wieder, der Spielmacher, der Deutsche. Schon zum dritten Mal hintereinander zu Deutschlands Nationalspieler des Jahres gewählt. Finde ich überragend. Auch wenn ich nicht ganz nachvollziehen kann in dem Fall. Ich bin kein großer Fan, aber egal. Darum soll es ja auch nicht gehen. So, Russland kommt zum ersten Mal über Samedov. Acht Deutsche gefühlt drumherum. Keiner kommt an den Ball. Denisov verliert den Ball an eben Mario Götze. So. Müller. Flankenwechsel mal. Der war sehr schwach gespielt eigentlich. Kommt aber an auf Schürrle. Der spielt einen guten Verteidigerpart. Reus kann sich durchsetzen, bleibt aber dann hängen. Oh, hat Glück. Schürrle kann übernehmen. Schürrle. Der unten auf Götze, der war gar nicht geplant eigentlich. Götze. Kann nicht sich durchdribbeln, schade. Kann sich durchdribbeln, wollte ich jetzt sagen. Hummels direkt weiter. Müller, der Druck ist groß der deutschen Mannschaft. Wieder ein Russe dazwischen. Schweinsteiger jetzt. Auf Lahm. Boah, auch der ist umstellt hier von drei Leuten. Schweinsteiger täuscht die Flanke an. Denisov ist aber zu geben. So, den Ball lassen wir ausgehen. Hier unten seht ihr Jogi Löw, wenn das sein soll, keine Ahnung. Beziehungsweise ich in dem Fall, ne? Also ich bin ja eigentlich der Jogi, aber ich bin ja nicht, habe ich den nicht als Dunkelhäutigen gerade gesehen? Na egal. Weiter geht's. Philipp Lahm, Flanke. Jetzt ist alles offen. Pass, Reus, Abschluss. Akin Fehl ist da. Erste gute Chance. Nach 16 Minuten. Eigentlich hatte ich auch damit gerechnet, dass die Mitte direkt drankommt. Also Müller in dem Fall. Müller, harter Ball auf Reus. Der ist, glaube ich, abseits. Ja. Müssen wir einen Schluck Kaffee nehmen in der Zwischenzeit hier. Ich würde sagen, deutlich abseits. Nun ja, passiert. Und weiter geht's hier. Brzgalov mit dem Ball aus dem 16er. Übrigens hier einen schönen Gruß, falls ein paar deutsch-russische Freunde zuschauen. Soll es ja auch geben in Deutschland. Ne? Schönen Gruß an die deutsch-russische Fraktion in unserem Land. Ich hoffe, ihr drückt mir trotzdem die Daumen. Es ist ja nur ein Spiel, ne? Ihr könnt ja dann bei der WM für Russland sein. Jetzt müsst ihr erstmal für mich halten. Hier Reus mit der Hacke. Interessant, über Umwege kommt dabei zu Özil hier. Jetzt muss Müller Özil schicken, das tut er auch. Özil hat den Ball auf seinem linken. Jetzt ist er aber ganz alleine, mal drauftreten, genau. Jawohl, gut durchgesetzt, gut durchgedribbelt. Özil, Mesut Özil, Pfosten, mein lieber Jado. Ich hatte eigentlich schon gesehen, dass der drin ist. Özil ist guter Abschluss. Achtung, Müller verliert den Ball hier. Jetzt muss er aber hinterher. Die Grätsche bringt gar nichts, geht ins Leere. Achtung, Schürrle. Ist das überhaupt? Ja, das ist Schürrle, aber im Laufduell ist er da. Aber so richtig da ist auch anders. Achtung, Jerome Boateng hat ihn. Wunderbar, Boateng ist da. Die deutsche Abwehr ist natürlich dann in dem Moment, das ist ja ein bisschen wie Wolfsburg, macht das Spiel und ist dann in dem Moment gefordert. Achtung. Ich kann immer wieder nur Achtung sagen.
Gut, boah, denke, oh, das war ein Befreiungsschlag der unnötigeren Sorte. Jetzt muss Müller hinterher. Ist egal, der Ball geht hinter Akin Fejev raus. 30 Minuten sind rum hier. Und ja, Deutschland macht das Spiel, hat eine gute Chance. Aber die Russen, wenn sie am Ball sind, kommen sie gleich verdächtig nah an den 16er. So. Sapeta, ein interessanter Baller von Anjukov. Anjukov wird hier ein bisschen gestört. So, jetzt müssen wir ein Stück vorgehen. Brischka, ach Mist, den hätten wir laufen müssen. Habe ich Alan Dzagoev eigentlich schon gesehen? Habe ich, glaube ich, noch nicht. Ist auch besser so. Ich weiß gar nicht, ob er spielt. So, hier haben wir Reus, der den Ball erstmal erobert. Und gleich wieder verliert. Also die Russen sind eiskalt und gefährlich hier. Achtung, Sapeta, Denisov, Müller versucht reinzugrätschen. Gut gespielt. Aber, Schirle, oh, was ist das denn, Leute, Leute, das kann nicht wahr sein. Eieieiei. Auch wieder, schon fast geklärt und dann so ein Fehler hinten drin. Also, hallo Wach aus Russland hier in dem Moment. Und das ist eine Situation, die ich ja hasse wie die Pest, wenn ich dann so einen geklärten Ball fast wieder verliere. Gündogan, gute Annahme. Özil, jetzt machen die Deutschen Druck. Der Ball muss kommen. Und der kommt und wieder kommt. Mario Götze 1:0. 41. Spielminute. Sehr schönes Tor. In die Rasse gespielt von Özil. Ein relativ überragender Pass, kann man schon fast sagen, oder? Den gucken wir uns nochmal an. Und Götze eiskalt da, kommt von rechts. Also hat die Umstellung was gebracht und sehr geil gespielt. Ich hätte nicht gedacht, dass er ankommt. Und da war die Option, zu Müller zu spielen. Ich habe es mich nicht getraut, um ehrlich zu sein. Deswegen habe ich draufgeballert. 41. Spielminute. Deutschland mit einem halben Füßlein im Halbfinale. Und da geht's richtig zur Sache. Ihr kennt die Gegner, die noch drin sind. Aber erst einmal ist das hier keine Sieggarantie, ja? Also es steht 1:0. Den Fehler sollte man eigentlich nie machen, vom nächsten Gegner zu reden, wenn man gerade mal 1:0 führt. Kann man auch nur so sagen. So, nächster Ballgewinn. Oh, was macht Götze? Hat auch Lahm gesehen. Sehr schön. Lahm über Schweinsteiger. Ja, den muss er natürlich schicken jetzt, den Mario Götze. Das tut er auch. Ah, lässt einen stehen, lässt zwei stehen. Götze, oh, mit links kann das einfach nicht so gut. Schade, Riesenchance für Mario Götze. Aber leider nicht reingeschoben. So, wieder Abstoß. Akin Fejev. Und wir gucken mal, was der Schiedsrichter nachlaufen lässt. Es ist gleich Halbzeit auf jeden Fall. Und ich denke, wir führen verdient. Auch wenn Russland in der 37. eine richtig gute hatte, sollten wir verdient führen hier. Oh, Müller gewinnt das Kopfballduell, aber zu Denisov. Nicht gerade intelligent gelöst. Foulspiel jetzt auch noch, oder? Ist Halbzeit. Nein, es ist Halbzeit. 41. Minute, also 1:0 Mario Götze und Deutschland führt gegen Russland. Hier haben wir nochmal die Chance von Özil und ja, den hat er ziemlich verrissen. Naja, mit einem starken Linken sollte eigentlich weniger passieren. Ihr seht, das Ballbesitz gerade mal 56%, aber die 90% Passgenauigkeit, die sind immer wieder entscheidend. Mehr Torschüsse und deswegen sage ich einfach mal, das ist eine verdiente 1:0 Führung. Wechsel sollten im Moment noch keine Rolle spielen. Die Russen in Rot gekleidet kommen jetzt von links nach rechts und werden ganz sicher mehr Druck machen über Sapeta, der den Ball aber hier sehr weit vorlegt. Und Müller kann den sichern. Sehr gut. Lahm. Gündogan. Wir versuchen es mal ruhiger aufzubauen. Dazu müsste sich genau Gündogan bewegen. So, Reus. Immer wenn Reus am Ball ist, ist Tempo gefordert. Gündogan, der bewegt sich sehr gut hier. So, guter Doppelpass. Özil auf Gündogan. Spiel den Ball auch, Junge. Er spielt ihn auch runter. Nein, ich weiß, doch Gott, ich habe den nicht gesehen, welcher Name jetzt dazwischen war. Aber das war richtig gut gespielt. Aber leider auch richtig gut verteidigt. Achtung. Immer wieder Achtung. Samedov. Uiuiui, lässt Schürrle hier voll ins Leere laufen. Zapata, Achtung, was ein Tor, Alter. 1:1. Der ist fast nicht zu verteidigen. Wie heißt der? Zuba? Kenne ich nicht persönlich, aber guckt euch das nochmal an. Das ist einfach nicht zu verteidigen. Ja. Okay. Das war mal Demonstration von schneller Spiel und Stärke. Nicht zu verteidigen, meiner Meinung nach, dieses Tor für uns. Und jetzt wird's interessant. Wir haben gerade das zweite vergeben. Oh, wei, Fehlpass. Und dann so ein Teil hinterher. Ey, das, wie gesagt, nicht verteidigbar, meiner Meinung nach. Jetzt habe ich es aber dreimal gesagt. Den ersten Ball hätte man fressen können auf der Seite, den haben wir verpasst und dann laufen wir da immer hinterher. Gündogan hat den Ball erobert über Schürrle jetzt, der eigentlich Verteidiger spielt. André Schürrle, was macht er jetzt? Özil erneut mit einem guten Öffnenden auf Götze. Götze täuscht die Flanke an. Jo, wird nicht angegriffen, wenn Schürrle steht. Und Akinfeev überragend.
Achtung, der Torschütze eben nochmal am Ball. Jaes Jagoev, den haben wir noch gar nicht gesehen heute, was mich jetzt nicht sonderlich stört. Denisov. Achtung, weiter geht's jetzt, Herr Peiter. Ich habe schon 15 Mal Achtung heute gesagt. Aufpassen. Die Russen sind im Kommen und momentan haben sie auch das Momentum so ein bisschen auf ihrer Seite. In einem fast schon... mit dem 0-2 hätte ich das abgeschlossen, das Spiel, denke ich. Achtung, jetzt wird's interessant hier. Schirle. Ein heftiger Ball von Schirle. Achtung, und das war zum Glück abseits. Da müssen wir einen Schluck Kaffee nehmen. Alter, da müssen wir schon Kaffee nehmen. Jetzt kommt Fai Zulin ins Spiel für Samedov und Neuer spielt auf Boateng. So, Reus. Gündogan. Warum geht's nicht so einfach wie vorhin, ey? Özil, wieder fast ein guter, aber jetzt hat Djagojev aufgepasst. Der wird gedoppelt, kann das gut lösen. Oh, ist das lächerlich hier. Was will der? Jawohl, Schürrle macht das gut. Warum halte ich den Ball im Spiel? Ja, ist egal. Hauptsache, es gibt kein Tor dadurch. Gündogan, jetzt mal schnell. Die Russen sind weit aufgerufen. Was macht Schweinsteiger? Spielt in den Rücken. Reus geht. Marco Reus geht. Jawohl, kreuzt. Sehr gut gemacht von Reus. Jetzt ist Schweinsteiger ganz offen. Wunderbar gesehen. Schweinsteiger. Oh, nein. Was war das denn? Ey, jetzt müssen wir mal wechseln. Das geht so gar nicht. Denn auch die Russen werden ihren zweiten Wechsel ziehen. Smolov wird kommen. Oh Mann, was war das denn? Schweinsteiger spielt richtig schlecht und deswegen darf Schweinsteiger nun auch das Spielfeld verlassen. Für ihn wird Sami Khedira kommen und einmal mehr werde ich meine Option mit Patrick Herrmann ziehen für Müller. Ganz vorne rein. Schweini hat ein bisschen Scheiße heute einen Tag gehabt, aber es, ja, so Tage gibt es nun mal, ne? 1-1, der Tag ist noch lange nicht gebraucht. Aber wir sind auf der Kippe, ne? Muss man einfach mal so sagen. Und natürlich ist er im Viertelfinale, wird er mal das abverlangt. Özil hat den Ball gewonnen und keiner geht mit. Hier bleiben alle stehen. Gut. Gündogan. Ilkay Gündogan wird nicht angegriffen. Bleibt jetzt auch so übrig, als selber zu spielen. Ah, wieder gut aufgepasst von der russischen Hintermannschaft hier. Die Steilpässe auf die Seite haben sie gut raus. Durch die Mitte spiele ich so ungern. Das tut mir leid. So, guter Einwurf. Achtung, Gündogan. Der muss raus. Jawohl. Gut gespielt. Lahm ist offen. Direkte Flanke. Aber kommt nach unten. Ja, da waren sie eben schon einmal. Reus. Leg doch ab, Jung! Reus, Özil! Oh! Kommen wir nicht zum Abschluss. Granate, Harde. So, Lahm. Götze wieder. Götze hat keine Chance im 1 gegen 1 hier. Müssen wir aufpassen. Die Ballverluste, die können richtig wehtun. Götze, jetzt muss er mit nach hinten gegen Denisov. Reus auch da gegen Smolov, aber... Diese kleinen Kackdrehungen vom Computer, die gehen mir so auf die Eier, da habe ich einfach nicht drankommen in der Regel. Oder weil ich es einfach zu offensiv verteidige, oder? Jawohl, Khedira! Ach, schade. Khedira macht das gut hier. Oh, Vorteil für die Russen. Jetzt ist er abgepfiffen, der Vorteil. Jetzt gibt es keinen mehr. Anjukov. Es läuft die 82. Nur mit drüber reden. Ach, Khedira, den hat er fast geholt hier. Wenn das denn war. Es war Khedira. So, Schirle. Konter. Reus. Khedira, der hat noch Kraft, oder? Aber was soll er machen? Jawohl, Özil. Herrmann zum ersten Mal überhaupt. 84. Spielminute. Herrmann gegen drei da unten. Körpertäuschung kommt an. Ah, und da spielt der Khedira in den Rücken. Da kannst du ja weich werden, oder? Da kannst du weich werden. Schirle. Gündogan. Oh, was macht der denn da, ey? Himmel hilf. Lahm. Schlechter Pass. Achtung. Zurück. Ja, Achtung. Mein Wortschatz besteht aus Achtung und was macht er denn da? Was macht er denn da? Kai Gündogan. So, Herr Götze, jetzt aber hier. Auf geht's. Komm, Junge, Tempo. Lass sie mal stehen. Guter Heel to Heel hier. Götze, eine Minute Nachspielzeit nur angezeigt. Da kommt er nicht dran. Schade. Achtung, andere Seite. Reus. Marco Reus. Körpertäuschung, aber Anjukov ist da. Der steht auch richtig gut. Der klärt das Ding einfach weit weg und der Ball bleibt drinnen. Es ist soweit. Es ist soweit. Mario Götze, also 1-0 und Chuba, ich nenne ihn einfach mal so, ich glaube, er heißt so, macht den Ausgleich und wir müssen in die Verlängerung. Und das vollkommen verdient, weil die Russen das Tor verdient haben, auch wenn wir mehr Spielszenen hatten. Die Russen haben eine gute Passgenauigkeit in der zweiten Halbzeit gehabt und deswegen einfach wirklich absolut verdient, meiner Meinung nach.
Götze, Reus, Öze, die machen ein richtig gutes Spiel. Gündogan eigentlich auch. Ich wüsste gar nicht, was ich jetzt wechseln soll. Aber ich weiß nicht warum. Ich bringe jetzt Groß für Özil. Weil ich mit Toni Groß auch gut zurechtkomme. Gucken wir mal. 30 Minuten also gibt es oben drauf. Ich hoffe, es gibt kein Elfmeterschießen. Dann drehe ich komplett durch. So. Groß. Khedira. Götze. Ball ist weg. Jagoev war da. Oh, lasst euch, das kotzt mich an, wenn das dann ewig dauert, wenn du keinen Bock hast zu warten und dann kommt diese Drecksszene, ne? Ich glaube, wenn sie das in FIFA 15 machen, drehe ich sie. Ich glaube, dann drehe ich durch, du. So, Götze. Gute Körpertäuschung, gut vorbei. Bisher kam noch keine Flanke an von Herrn Götze. Die jetzt auch nicht. Oder doch, Reus, Kopfball an, Jukov. Ach, der war auch richtig schlecht, der Kopfball. Keine Sorge, der wäre eh nicht drin gewesen. Trotz allem, der Nachschuss hätte interessant werden können. Oh, Fehler beim Laufen. Reus kommt nach hinten, er läuft viel und hat den Ball, sehr schön. So, Gündogan, genau, Groß zum ersten Mal, verteilt den Ball an Khedira, bekommt ihn wieder. Es gibt keinen Grund jetzt wieder Hektik zu machen, weil jetzt ist wieder noch mehr Zeit. Reus. Oh, diesmal bleibt auch mal Reus hängen. Anjukov macht das richtig gut, beide Außenspieler genervt von ihm. Oh, und da verliert Schürrle die Übersicht, aber kann ihn sich zurückholen. So, sehr guter Ball jetzt mal. Sehr guter Ball. Feuer. Reus in den Lauf. Gündogan. Gündogan in den Lauf. Gündogan! Ah! Hermann verpasst knapp gegen Akinfeyev. Und damit läuft es erneut auf einen Wechsel bei 1-1 raus. Und ich hasse Elfmeterschießen. Alles nur das nicht. Alles nur das nicht. Ich habe in letzter Zeit so wenig FIFA gespielt. Hoffentlich wird mir das nicht so verhängen. Guckt euch diese Scheiße an. Da komme ich nicht dran. Also mit Umsensen. Da bin ich zu blöd für das zu verteidigen. Außerdem gibt mir eine Katze auf den Sack, die am Fenster guckt und rein will. Die lasse ich jetzt in der Halbzeit erstmal rein, damit ich nicht so genervt bin. So, Hummels Freistoß, 150. Spielminute läuft. Ich denke, jetzt kommt gleich der Pfiff. Lahm. Khedira. Und jetzt ist Halbzeit. Ihr entschuldigt mich bitte ganz, ganz kurz. Ich muss das Vieh reinlassen, sonst drehe ich hier durch. So, die Aufregung ist am Limit. Entschuldigt bitte, wenn es jetzt ein bisschen knackt. Sowas passiert in der Live-Aufnahme seltenst, dass unsere Katze rein will. Aber die hat ja auch ein Recht, was zu essen. Und die hat jetzt Hunger. Da müssen wir schon mal mit leben. Wenn es ja hier da zockt, juckt die das nicht. Weiter geht es also. Verlängerung. 15 Minuten haben wir noch. Irgendwas muss jetzt uns einfallen. Wir sind schon lange zu keinem richtigen Torabschluss mehr gekommen. Seitdem, dass wir das zweite Tor auf der Agenda hatten, würde ich mal fast sagen. Danach kam nichts mehr. Reus, was macht denn der Hermann? Er bleibt da unten stehen, der Heini. So, jetzt hast du mal einen Ball, Herr Hermann. Jawohl, gut. Groß. Khedira. Lahm. Ist es wieder Mario Götze? Ach Mensch, das war ja mit Ansage. Mit Ansage, Marco Reus. Marco Reus. Abraller Hermann. Ah, das gibt's ja nicht. Akinfeyev, überragend hier. Ah, Mist. Schürrle, gut durchgesetzt. Reus, bringt die Flanke. Hinten dran, auf Götze. Mario, Götze wird abgefälscht. Eckball, 112. Minute. Wir machen nochmal ein bisschen Druck. Toni Kroos. Eckball. Oh, der ist nicht gut, aber Boateng! Schade. Es gibt Tor ab. Es gibt Tor ab. Wir brauchen es gar nicht nochmal sehen. Es sind noch 7 Minuten. Und mein Herzschlag geht höher. Ich habe mir geahnt, wenn ich in einem Turnier so schnell ausscheide, dann wahrscheinlich in so einer Situation. Noch bin ich ja nicht draußen. Reus. Reus, guter Ball von Groß auf Reus. Der müsste sich auch mal durchsetzen. Macht er jetzt, macht er jetzt. Schießt, wird wieder geblockt. Hermann. Eigentlich eine gute Idee. Reus. Ah, Brichkalov. Keine Chance, sich zu drehen. Keine Chance, mal zu spielen da noch. Schürrle muss den Ball weit bringen. Boateng, Khedira. Meine Jungs wollen... Oh Mann. Scheiß was. Meine Jungs wollten das Elfmeterschießen verhindern, aber in Konterlaufen müssen wir auch nicht zwingend. Denisov. Smolov. Und es ist vorbei. Jetzt brauche ich nur Kaffee. Jetzt ist es neuer gefordert. Und meine Künste in diesen Situationen, die ich eigentlich nie brauche normalerweise. 12 zu 2 Torschüsse, es heißt so viel wie... Ja. Tja, reicht nicht, ne?
Und wir lassen die mal drin, ist mir scheißegal, wer schießt. André Schürrle fängt an. Oh Mann, ein Scheißschuss schon. Und er ist drin. Der war knapp, aber er ist drin. 1:0 für Deutschland. Akin Fejew ohne Chance. Jetzt kommt Djagoev. Das größte russische Talent. Und auch der macht ihn eiskalt rein. Ganz stark. 1:1. Marco Reus. Marco Reus. 2:1 Deutschland. Gutes Ding. Jetzt kommt Kombarov. Und er macht auch den. 2:2. Mann. Gündogan. İlkay Gündogan. 3:2 Deutschland. Es ist interessant hier. Und spannend. Smolov. Oh nein, 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 nein. Überragend vom Russe hier gemacht, ey. Toni Kroos. Toni Kroos. Ich hab's Der war knapp. 4:3 für Deutschland und der war richtig knapp. Ich wollte ihn erst nach unten und hab dann die Mitte gelassen, ey. Anjukov jetzt. Spieler des Spiels und 4:4. Nicht so schlecht, Herr Anjukov. Mats Hummels. Der überragende Verteidiger. Und er macht ihn. Er macht ihn. Nerven flattern. 5. Tor. Und jetzt müssen die Russen treffen. Sonst sind wir im Halbfinale. Es ist Kokorin gegen Neuer. Und Kokorin verschießt. Wir sind durch. Wir sind durch. Yes, baby. 5:4 nach Elfmeterschießen gegen die Russen. Ich verdient es, scheißegal, gibt's nicht. Gibt's nicht. Gibt es nicht. Verdient nach Elfmeterschießen habe ich noch nie erlebt. Ich drücke extra weiter, weil ich sehen will, gegen wen es geht. Gegen England oder gegen, ja, gegen England, ja. Die haben 2:1 gegen Brasilien gewonnen. Gegen England. Deutschland gegen England. Ein Halbfinal-Klassiker, Leute. Oh, ich hab's jetzt gerade ein bisschen eilig. Mir flattert das Herz. Ich muss erstmal gerade weg hier. Wir sehen uns gleich im nächsten Part. Und da geht es hier bei der Büroanalyse weiter, denn wir haben danach noch etwas zu, wie gesagt, ihr seht es ja, mit Perisic und so weiter zu tun. Jetzt aber erstmal die Freude. Deutschland-England im Halbfinale. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und empfehlt uns weiter. Ich bin so heiß. Wir sehen uns beim nächsten Part. Ciao und haut rein.